Yes, sir, ladies and gentlemen, boys and girls, was geht ab? Mein Name ist Baschkeks, ich heiße euch wie immer recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Um was es hier geht es um Unboxing-Videos von Limited Exclusive Sneakern aus meiner privaten Schuhsammlung. Das heißt, ich werde hier den ein oder anderen Schuh unboxen und euch präsentieren, eine kleine Anekdote zum Schuh erzählen und euch sagen, warum ich mir den Schuh gegönnt habe. Also, ich würde sagen, let's go! Okay, nicht lang schnacken. Bam! Hier ist ein großer Karton mit einem großen Inhalt. Yo! Thanks for your shopping at Sneakers and Stuff. Da habe ich nämlich den Schuh bekommen. Es ist ein weiterer 380. Hab mich ja jetzt an den Alien rangetastet und muss sagen, dass ich mich jetzt freue, dass auch ein weiterer 380 in meiner Sammlung vorhanden ist. Ja, der 380. Er wird gefeiert und er wird als komisch betrachtet, würde ich jetzt mal sagen, bei vielen Leuten, weil er doch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig aussieht. Leute, kauft euch den Schuh, tragt den Schuh und ich schwöre euch, ihr werdet sagen, puh. Definitiv. Der Typ hat recht gehabt, dass man echt krass damit geht. Wirklich, das ist kein Spaß. Kommen wir zum Schuh. Und zwar habe ich hier für euch den 380 im Mist Colorway. Nice. Nice, nice, nice. Ja, ich habe den noch nirgendwo live gesehen. Ich sehe ihn jetzt das allererste Mal live. Und ich kann ihn mal hier in die Kamera halten. Und muss echt sagen, der sieht noch brutaler aus als auf den Fotos. In Real Life sieht er richtig geil aus. Das ist mittlerweile das dritte Paar 380, was rausgekommen ist. Es gab jetzt einmal den Alien, dann gab es einmal den Reflective und jetzt haben wir hier den Non-Reflective. Der Reflective und der Mist hier, die sehen beide eigentlich gleich aus. Außer, dass der andere halt reflektiert. Geiler, geiler, geiler Schuh und vor allen Dingen, es ist was anderes. Leute sagen, dass der 350 ausgelutscht ist, das Thema hatten wir schon. Und deswegen finde ich es gut, dass im Hause West Adidas mal langsam etwas anderes passiert und auch neue Silhouetten kommen, wie der 380 oder der Quantum. Also, dass da echt mal langsam was passiert. So, es ist an der Zeit, deswegen ist das eine gute Alternative, dass man mal so ein paar Ausweichmöglichkeiten hat, sich nicht nur die ganze Zeit die 350 reinziehen muss, obwohl ich die nach wie vor feiere. Ich werde gerade richtig warm mit dem 380. Ich weiß es noch nicht, aber ich glaube tatsächlich gefällt mir dieser Colorway noch ein Ticken besser als der Alien, weil der so ein bisschen dunkler ist. Coole Farbmuster drin sind. Ich muss echt mir den Schuh gerade mal angucken. Der sieht auch so ein bisschen Reptile-mäßig aus. Er hätte ihn genauso gut auch Yeezy 380 Reptile nennen können, weil der mich echt so an so eine Reptilienhaut erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall sieht der nice aus. Ich finde den krass, krass gelungener Schuh. Das Witzige ist, ich habe den auf Fotos schon meiner Schwester gezeigt und sie hat nur gemeint, oh mein Gott, ist es jetzt soweit, dass du orthopädische Schuhe brauchst? Und das könnte man wirklich meinen. Ja, ich glaube, ich muss sie einfach einen besorgen und dann zieht sie den an und dann weiß sie, wovon ich rede. Anyway, geil kombinierbar, Dark Jeans. Wie immer wird es dann ein Outfit of the Day Foto geben von dem Schuh. Der hat auch hier überall so kleine Löcher. Ich weiß noch nicht, das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Ich habe auch noch keine Bilder gesehen, ob man den Schuh, ob man die Laces vielleicht irgendwie ganz weird trägt und die Laces vielleicht irgendwo da woanders reinmacht. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken und ich werde das auf jeden Fall auch mal ausprobieren, die Laces woanders reinzustopfen. Wie das denn kommt, kann ich leider nicht sagen. Eine gute Alternative für diejenigen, die sagen, ich brauche eine Veränderung. Ich habe mich jetzt auch mit den Alien angefreundet, der auch richtig krass ist und ich mich jetzt freue, dass ich einen weiteren 380 habe. Gucken, was da noch kommt. Da kann es bestimmt auch noch so richtig kranke Colorways geben. Vielleicht kommt da noch so ein All-Black Colorway. Ich weiß es nicht. Der Mist ist auf jeden Fall ein weiterer krasser Sneaker. Ich mich freue und happy bin, dass ich den habe. Okay, Leute. Das war's wieder mit dem Video und dem Adidas Yeezy Boost 380 Mist.
Instagram abchecken nicht vergessen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wie ihr wollt. Ich würde mich freuen. Bis dahin, wie immer, stay tuned, bleibt und fliegt, passt auf euch auf, baut keinen Unsinn. Bis zum nächsten Video. Peace, euer Waschkeks.